Vor 3 Jahren auf der E3 angekündigt, gab es bis jetzt kaum Infos zu Bethesdas neuer Marke Starfield. Auf der E3 2021 haben die Macher aber endlich mal wieder was von sich hören lassen. Auch wenn es nach wie vor kein richtiges Gameplay zu sehen gab, ermöglichte uns ein kurzer Teaser-Trailer schon einmal einen ersten Einblick in die mögliche Atmosphäre und das optische Design des Weltraumrollenspiels. Was in dem kurzen Video alles zu sehen ist, haben wir für euch noch einmal genauer unter die Lupe genommen. Noch bevor im Trailer ein Bild zu sehen ist, fällt eine Einblendung am unteren Bildschirmrand auf. Demnach handele es sich bei dem gezeigten Material um Alpha-Ingame-Material, und zwar aus der Creation Engine 2. Es scheint also, als habe man bei den Bethesda Game Studios die alte Creation Engine in Rente geschickt und einen Nachfolger entwickelt. Möglicherweise eine Reaktion auf die Kritik an Fallout 76, das schon zu Release sehr rückständig aussah und mit diversen technischen Problemen zu kämpfen hatte. Bleibt zu hoffen, dass die neue Version der Engine mit Grafikpracht und stabiler Performance überzeugen kann. Die ersten Eindrücke des Trailers sind zumindest vielversprechend. Im Zentrum des Trailers steht ein Raumschiff, das durch eingespielte Funksprüche als Constellation Starship mit dem Namen Frontier zu identifizieren ist. Im Funkverkehr hört man außerdem, dass ein Start des Raumschiffs unmittelbar bevorsteht und entsprechend mit Helium-3 betankt wurde. Der erste tatsächliche Ingame-Ausschnitt zeigt vermutlich den Laderaum der Frontier, wo verschiedenste Arten von Ausrüstung in allen Ecken und Wänden verstaut sind. Als nächstes ist ein Raumfahrer, vermutlich der Protagonist, zu sehen, der über eine Leiter aus dem Laderaum ins Innere des Raumschiffs klettert. Der Charakter trägt einen recht unverdächtigen grauen Raumanzug mit Jetpack-Rucksack und einer daran befestigten Waffe auf dem Rücken. Nun schaltet das Bild in einen Raum, der ein wenig an eine Art Einsatzzentrale erinnert. Im Vordergrund ist ein hell erleuchteter Tisch zu sehen, der möglicherweise der Navigation dient. Auf der erleuchteten Oberfläche sind Ansätze einer Karte zu erkennen, womöglich des Planeten oder Mondes, auf dem wir uns gerade befinden. Am Rand sind Angaben wie der Status des Raumschiffs und Navigationseinstellungen zu erkennen. Fraglich bleibt, ob es nur ein schickes Deko-Element ist oder ob der Tisch eine wichtige Rolle zum Beispiel für die Planung von Missionen spielen wird. Als nächstes ist ein normaler Tisch zu sehen, auf dem ein angebissenes, aber lecker aussehendes Sandwich liegt. Daneben erkennt man eine noch eingeschweißte gebackene Kartoffel. Ein interessantes Objekt auf dem Tisch ist außerdem ein Flughandbuch mit Trainingsprotokollen und fortgeschrittener Orbital Telemetry. Erstellt wurde das Handbuch offenbar von einer Firma namens Nova Galactic. Deren Logo ist mehrfach im Raumschiff zu sehen, möglicherweise handelt es sich dabei um den Hersteller des Schiffs. Der Protagonist legt im Vorbeigehen seine Waffe auf dem Tisch ab, das ist offenbar eine futuristische Variante einer SMG. Interessantes Element ist eine digitale Anzeige auf der Oberseite, da ist zu erkennen, dass noch 24 von 100 Schuss im Magazin sind und dass die Sicherung der Waffe derzeit aktiviert ist. Weiter geht es mit dem Blick in ein Regal. Auf der linken Seite stehen zwei Bücher. Sailing Alone Around the World von Captain Joshua Slocum, dem ersten Mensch, der die Erde allein umsegelt hat, und Omega, ein französischer Sci-Fi-Roman, in dem die Erde durch einen Asteroideneinschlag zerstört wird. Beides mögliche Hinweise auf die Themen der Hintergrundgeschichte von Starfield, wo es sich um die einsame Suche nach einer neuen Zukunft für die Menschheit oder Ähnlichem dreht. Ein drittes Buch im Hintergrund auf der rechten Seite ist der Constellation Spacefarer's Guide, bei dem es sich anders als bei den anderen um ein fiktives Buch handelt. Bei Constellation handelt es sich allem Anschein nach um eine Organisation, die letzte Gruppierung von Weltraumerkundern, denen wir angehören. Das wird auch anhand der Kiste deutlich, die im Vordergrund zu sehen ist. Darin ist der sogenannte Chronomark Lifepack Interlink enthalten, eine Art Smartwatch, die man bei sich trägt und für das HUD-Interface sorgt. Hat da jemand Pip-Boy aus Fallout gesagt? Als nächstes sehen wir eine Wand mit einigen interessanten Details. Auf der linken Seite stehen einige Sprüche und Daten. So lernen wir zum Beispiel, dass die Sicherheitskräfte auf Sidonia offensichtlich keinen Humor verstehen. Daneben hängen einige Plaketten und Patches und ein paar sehr technisch aussehende Zeichnungen. Dabei handelt es sich laut Game Director Todd Howard um etwas Mysteriöses, das jemand entschlüsseln müsse. Eine Herausforderung, auf die sich das Internet in den kommenden Wochen mit Sicherheit stürzen wird. Es folgen ein paar Ansichten von außen, die Frontier im Ganzen zeigen. Außerdem ist im Hintergrund eine Art Station zu sehen. Hier sehen wir auch eine Nahaufnahme eines Roboters, der den Laderaum der Frontier betritt. Dabei handelt es sich um einen mechanischen Begleiter mit dem Namen Vasco. Welche Zwecke der genau erfüllt, ist aber noch nicht bekannt. Der Trailer endet mit dem Protagonisten, der auf dem Pilotensitz Platz nimmt und das Schiff für den Start vorbereitet. Das Cockpit besteht aus mehreren Bildschirmen und einer Vielzahl an Schaltern und Hebeln. Glaubt man den Aussagen von Todd Howard, werden alle Bedienelemente hier auch einen tatsächlichen Nutzen haben und nicht nur Deko sein.
Wenn das so ist, können wir vermutlich auch davon ausgehen, dass es in Starfield Raumkämpfe geben wird. Im Cockpit der Frontier sind nämlich Anzeigen für Schilde und Waffen zu sehen. Diese Annahme ist jedenfalls nicht so weit hergeholt wie die Vermutung einiger Elder Scrolls-Fans. Die haben in einem Fleck an der Seite des Cockpits den möglichen Schauplatz des kommenden The Elder Scrolls 6 entdeckt. Zumindest glauben sie das. Schließlich zünden die Triebwerke der Frontier und der Protagonist macht sich auf zu den Sternen. Was er dort finden wird, wissen wir bisher nicht. Einzige neue Aussagen von Bethesda sind, dass Starfield mehr in Richtung Hardcore-Rollenspiel gehen wird. Todd Howard verspricht zum Beispiel, dass es ein richtig cooles Charaktersystem und coole Hintergrundgeschichten für den eigenen Protagonisten geben wird. Außerdem könnt ihr jederzeit frei wählen, ob ihr lieber in der Ego- oder in der Third-Person-Ansicht spielen wollt. Obendrauf könnt ihr euch jederzeit von der Hauptstory abwenden, um ein paar Nebenaufgaben nachzugehen. Das klingt natürlich sehr nach Skyrim im Weltall. Bis wir das Steuer aber selbst übernehmen können, vergeht noch einiges an Zeit, denn die letzten Bilder des Trailers zeigen eine Instrumententafel, die das Release-Datum am 11.11.2022 einblendet. Wie ihr seht, ein kurzer Trailer, in dem aber trotzdem einige spannende Details stecken, die Infos zu Starfield hergeben. Was denkt ihr? Was wird Starfield werden? Und was erhofft ihr euch? Schreibt's in die Kommentare, lasst außerdem ein Like und ein Abo da und für noch mehr galaktische Videospielinfos checkt pcgames.de.